Guten Abend, Dima. Kannst du beim nächsten Fan-Treffen auf meinem Arnus unterschreiben? Kann ich gehen? Hallo Dima, willkommen bei Ich hätte da mal eine Frage, dem Interviewformat mit Fragen von waschechten Hatern. Das müsste jetzt dein 30. Comeback sein, oder? Es gibt nur eine Sache, die ich besser kann, als zählen. Und das ist Ficken. Naja, ist ja auch egal. Hier kommen deine Fragen. Guten Abend, Dima. Wann kommt endlich das nächste Video mit Sexy Julia? Ich und meine 12 Cousinen warten schon sehnsüchtig darauf. Hi, erstmal, ich habe erstmal die ganze Zeit darauf gewartet, wann ich reden darf. Ja, ich glaube, da kommt wahrscheinlich nie ein Video mit Sex Julia. Unsere Wege haben sich getrennt, genauso wie die Wege von Dena und UFO sich getrennt haben oder der Twin TV und Bibi's Beauty Palace und so weiter. Mal ehrlich, vielleicht ist deine Zeit auf YouTube einfach vorbei. Diesen Gedanken hatte ich auch gestern erst. Das kann eigentlich sein, aber ich habe von meinen Eltern gelernt, man sollte nie so schnell aufgeben. Geht so schnell, ist vielleicht in meinem Fall nicht zutreffend, aber man sollte nie aufgeben. Nenne deine drei schlechtesten Eigenschaften, du dauerlutschender Dummkopf. Ich feiere diese Beleidigungen so sehr, ne? Ich nehme sie gar nicht als Beleidigung auf, weil zum Teil stimmt das auch. Die schlechten Eigenschaften von mir. Und Eigenschaft Nummer 1, ich bin Russe. Eigenschaft Nummer 2, ich bin ungeduldig. Eigenschaft Nummer 3, ich bin sehr stur manchmal. Mein Sternzeichen ist Widder. Interessiert keinen, ich weiß. Also machen wir einfach weiter. Deine Antworten hatten schon viel Schönes. Das Problem ist, sie haben meinen Drang verstärkt, dir eine weiche Kackwurst auf den noch weicheren Quadratkopf setzen zu wollen. Warum hat Sascha eigentlich so eine Granaten-Ehefrau und das Einzige, was du abknutscht, ist dein Spiegelbild? Okay, das war der erste Kommentar, der verletzend war ein bisschen. Aber da fällt mir gerade auch wirklich, ich habe versucht, mich irgendwie so minimal darauf vorzubereiten, um schlagfertig zu sein, aber das ist wohl nicht meine Stärke. Ja, ich glaube, das liegt wohl am Aussehen. Ne? In jeder Familie gibt es ja das schöne Kind und das hässliche und ich bin ja wohl dann das Zweite. Du hast in der Vergangenheit ja ziemlich lange Pausen eingelegt, in denen kein Video erschienen ist. Können wir uns bald mal wieder drauf freuen? Wie viele Leute freuen sich dann auch drauf? Fünf Leute sitzen am Rechner. Ja, wann kommt ein neues Video von Dima? Nee, ich versuche tatsächlich ab und zu mal Videos hochzuladen. Aber meine Priorität, mein Hauptaugenmerk liegt gerade auf meine Gesundheit. Ich habe so ein paar chronische Geschichten, arbeite da dran eher. Und wenn ich mal Zeit finde und Bock habe, mache ich mal ein Video. Aber ja, ich bin nicht mehr Vollzeit-YouTuber. Schuldig. Was war zuerst da? Die Falten im Gesicht oder die Falten am Arsch? Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin sogar, kennt ihr den Film Der Fall von Benjamin Button? Ich glaube, ich bin dieser Typ, der einfach so mit Falten schon auf die Welt gekommen ist. Wahrscheinlich waren sie tatsächlich erst im Gesicht oder am Arsch und dann hat sich das einfach wie so ein Virus über den ganzen Körper verteilt. Die sind jetzt überall. Ich möchte jetzt nicht auf meine Intimzone eingehen, weil da geht es auf jeden Fall ordentlich ab. Wie ist das Gefühl, vom Legendenstatus in die bodenlose Irrelevanz zu fallen? Voll gut. Ich habe mir immer gewünscht, so ein Teil der Masse zu sein. Und das fühlt sich gut an. Man fühlt sich nicht als was Besseres, sondern einfach als ein Teil von allem. Wie reagierst du auf Menschen, die fordern, dass du dich schnellstmöglich löschen sollst? Ich habe sogar mal versucht, aber es ist gar nicht so einfach, seinen YouTube-Kanal zu löschen. Wenn ihr da mal in diese Einstellungen reingeht von diesem YouTube-Kanal, gibt es so viele verschiedene Tabs und Einstellungen und Kanaloptionen und so. Ich habe den Knopf nicht gefunden. Ich könnte mir gerne Anleitung schicken, vielleicht kriege ich das dann hin, meinen Kanal zu löschen. Warum hast du dich vom kreativen Filmemacher zum dümmlichen 0815-Content-Kotzbrocken entwickelt? Ich hatte Bock drauf. Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte irgendwann keinen Bock mehr auf diese Sketches. Wir haben mit Sketchen angefangen und irgendwann, so, da ich ein sehr schlechter Schauspieler bin, meiner Meinung nach, habe ich das halt so gar nicht gefühlt. Dann habe ich nach Content gesucht, wo ich einfach so mehr ich sein kann. Und dann hat man ja gesehen, was daraus geworden ist. Immer zu viele ich. Ich versuche, mich zu bessern. Als nächstes mache ich einen Kinderkanal, wo ich Spielzeug auspacke. Ich finde, das ist eine Marktlücke. Guten Abend, Dima. Kannst du beim nächsten Fan-Treffen auf meinem Arnus unterschreiben? Ich würde mich sehr darüber freuen. Kann ich gehen? Sind wir fertig?
Schämst du ranziger Rohrzangen gebürtig im Nachhinein dafür, mit Trottel-Tenis wie Arporet, Leon Mascher oder Simon des Jurum gehangen zu haben? Nein, tatsächlich nicht. Also, ich finde, ich bin nicht in der Position, über andere Leute zu urteilen. So, ich weiß, dass viele Leute sie assi finden, genauso wie viele Leute mich höchstwahrscheinlich auch assi finden. Aber dann gibt es auch andere Leute, die sie cool finden. Genauso auch zwei, drei Leute gibt, die auch mich cool finden. Deswegen denke ich mal so, also ich habe immer die guten Seiten den Jungs gesehen. Ich kenne sie privat, so, keine Ahnung. In der Öffentlichkeit hat jeder ein anderes Bild. Und ja, niemand ist perfekt. Vor allem ich nicht. Was tut mehr weh, schon weit über 30 zu sein oder ohne den Erfolg der Gang leben zu müssen, weil sich mittlerweile alle hassen? Schon bald über 30 zu sein ist ein Kompliment. Eigentlich bin ich schon drüber. Und die zweite Frage war, glaube ich, auf die Gang bezogen, dass sich alle hassen. Stimmt nicht ganz. Also da gibt es schon auch Leute, die sich gut verstehen und da gibt es Leute, die nichts mehr miteinander zu tun haben. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die sich hassen, sondern die Wege haben sich getrennt, wie die Wege von Twin TV und Conquercrafter sich getrennt haben. Worin würdest du lieber ertrinken? In Selbstmitleid, wenn du dir deine Klicks anschaust oder in einer Wanne gefüllt mit feinstem Wodka? Kann man auch mit einer Wanne mit Nutella? Das ist doch ein schöner Trend. Ist kein Trend mehr, ne? Nee, Selbstmitleid finde ich nicht schön. Also allgemein Mitleid unterstütze ich nicht, weil Mitleid hilft keinem. Und Selbstmitleid ist ja noch schlimmer sogar als Mitleid für andere zu empfinden. Ja, so Mitgefühl, aber nicht so, dass man, oh, du Armer, sondern einfach nur so Arschtritt und guck so, was geht noch. Und ich bin gegen Wodka, auch wenn das sehr untypisch für einen Russen ist. Wie ist das so, mehr YouTube-Kanäle als Gehirnzellen zu haben? Du passionierter Pipi-Trinker. Das heißt aber, dass ich auf jeden Fall mindestens über 200 Gehirnzellen habe, weil ich habe mehr Kanäle. Finde ich nicht so schlimm. Ich habe übrigens letztens geplant, einen neuen Kanal zu machen. Das ist keine gute Idee, sagst du? Was ist härter, Kinderarbeit in Kasachstan oder YouTube Deutschland hinter den Kulissen? Boah, der Vergleich ist schwierig, weil es kommt wahrscheinlich aufs Gleiche hinaus. Ich war zu jung, also meine Eltern haben nicht geschafft, mich in Kasachstan zur Kinderarbeit zu zwingen. Da war ich erst 7, ab 8 ging es los, aber da war ich schon in Russland. Also ich habe die Kinderarbeit in Russland erlebt. Die war eigentlich ganz cool. Ich konnte Fische fangen und sowas, also Klamotten stricken, dann sie auf Bazar verkaufen für 20 Rubel. Hast du Sperma-Schluck-Specht schon einmal darüber nachgedacht, hauptberuflich Mediengestalter zu sein, statt sich täglich auf sämtlichen Plattformen zu blamieren? Habe ich nicht nachgedacht, weil es wird super schlecht bezahlt. Es ist sogar noch schlechter als AdSense bei YouTube. Und das ist ja schon unterstes Niveau von der Bezahlung. Nee, aber wenn gar nichts mehr geht, dann kann ich Bosskarten gestalten oder sowas. Schöne Grußkarten oder sowas. Luki, der Kameramann, ist leidenschaftlicher Stepptänzer und küsst so gut, wie er aussieht. Könntest du dir vorstellen, mit ihm mal eine Runde Mensch ärger dich nicht zu spielen, während er seiner Hündin dabei zusieht, wie sie das Zwergkaninchen der voluminösen Nachbarin besteigt? Vielen Dank für das Interview und jetzt verpiss dich. Also ich finde Luki cool und attraktiv.